Damit hat wohl keiner gerechnet. Das zu Beginn so vielversprechende Projekt Ewald braucht eine Finanzspritze, um weiterhin bestehen zu können. Die Ewald-Flotte von 180 Fahrzeugen ist die größte in Bayern. Momentan ist das Ewald-Projekt trotzdem nicht wirtschaftlich. Jetzt muss die Förderung aufgestockt werden, mit 1,8 Millionen Euro. So viel Geld braucht die Ewald GmbH, um das Projekt weiterhin finanzieren zu können. Die Ewald GmbH allein im Bayerischen Wald wird auch nicht überlebensfähig sein. Aber wir haben inzwischen sehr, sehr viele Anfragen eigentlich aus ganz Deutschland, die diese Technologie, die Ewald GmbH hat, die Konzepte wirklich übernehmen möchte. Und dass da eine ganze Menge Leute wirklich diese Konzepte übernehmen wollen. Und dann ist die Ewald GmbH wirklich überlebensfähig, wenn wir das Ganze etwas größer aufziehen. Die Projektforschung der THD läuft schon seit 3 Jahren. Die Hochschule will das Forschungsprojekt bis 2016 verlängern, unabhängig von der zusätzlich geforderten Finanzspritze. Denn im Gegensatz zum Ewald-Forschungsprojekt soll die Ewald GmbH auf Dauer bestehen. Um das zu erreichen, soll nun ein Carsharing-Pilotprojekt ins Leben gerufen werden. Was wir aber jetzt machen, ist eigentlich keine Zusatzförderung für Ewald selber, sondern wir machen ja im Prinzip jetzt mit Ewald, mit der GmbH, öffentlichen Personennahverkehr in der Region. Und über die Art und Weise kann eben die Ewald GmbH die überzähligen Autos vernünftig einsetzen und verdienen entsprechend Geld damit, um das Ganze auch weiter betreiben zu können. Dafür setzt sich jetzt auch der Landkreis Deckendorf ein. Eine Beteiligung von 300.000 Euro an den Kosten hat der Deckendorfer Kreistag bereits zugesagt. Ebenso der Landkreis Freyung-Grafenau. Die Beteiligung der 6 Landkreise, zu denen auch die Landkreise Regen und Straubing-Bogen gehören, sei ebenso Grundvoraussetzung für das Projekt wie eine 50-prozentige Beteiligung des Freistaates. Deckendorfs Landrat Christian Bernreiter ist sich sicher, dass es diese geben wird. Weil ich das persönlich ausgehandelt habe, es ist eine Kombination von Innenministerium und Wirtschaftsministerium. Und ich habe höchstpersönlich die Zusage vom Innenminister Joachim Herrmann bekommen, wenn wir ein passendes Konzept einreichen, dass sich der Staat daran beteiligt. Ja, die Förderung läuft so, nachdem es ein Innenministerium-Förderung ist, ist es ja keine Ewald-Förderung. Das heißt, die Landkreise beauftragen die Ewald GmbH mit dieser Leistung und bekommen dann vom Innenministerium im Gegenzug die Hälfte kofinanziert. Also ja, die Landkreise müssen die komplette Summe zahlen, aber es kommt die Hälfte wieder zurück. Dass Ewald bis 2016 eine Finanzspritze braucht, ist den Verantwortlichen schon seit einigen Monaten bekannt. Trotz der Probleme blickt Sperber weiterhin positiv in die Ewald-Zukunft. Ja, normales Auto, wenn man es über die Lebenszeit des Autos rechnet. Also ich habe das Gefühl, dass wir in der Elektromobilität irgendwie in einer Situation sind, die auch mal die Fotografie hatte in Deutschland. Es gab mal diesen Switch von der Filmfotografie zur Digitalfotografie. Da hieß es auch lange, ist unbrauchbar, die Auflösung reicht nicht. Und irgendwann kam plötzlich der Quantensprung und die Leute haben es gekauft. Und ich glaube, dass wir bei der Elektromobilität ähnlich sind. Jeder, der es versucht hat und wirklich mal Erfahrung gesammelt hat, ist am Schluss eigentlich begeistert. Da ist dann auch die Reichweite für die meisten Leute kein Problem. Weil wenn Sie sich überlegen, was mit den ganzen Zweitwagen, mit vielen Familienautos gefahren wird am Tag, da sind 150 Kilometer vollkommen ausreichend. Erst wenn im Januar weitere Kreistagssitzungen der betroffenen Landkreise abgehalten wurden und die Gesellschafterversammlung von Ewald stattgefunden hat, könne man dann weitersehen, ob die Konzepte für das Carsharing-Pilotprojekt angenommen werden.